Die Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion sollen neue Uniformen bekommen und dazu passende neue Rangabzeichen. Dafür sind gewisse Informationen aus der Datenbank nötig. Chefinspektorin Lara Fischer und Chefinspektor Amar Kovac erledigen das. Einfache SQL-Abfragen helfen Ihnen bei dieser Aufgabe. Klaus aus der Abteilung Beschaffung hat vorhin angerufen. Für die Bestellung der Rangabzeichen für die neuen Uniformen brauchen Sie eine Auflistung mit den Namen und den Dienstgraden der dienstführenden PolizistInnen. Okay, können wir Ihnen gerne schicken. Die nötigen Daten sollten unter Polizist zu finden sein. Lass mich dort nachsehen. Ich erstelle also eine Abfrage mit den Spalten Vorname, Nachname und DSTGR für Dienstgrad aus Polizist. Da nur die Dienstführenden neue Rangabzeichen erhalten, wähle ich die entsprechende Verwendungsgruppe aus. Die dienstführenden PolizistInnen, das heißt die Verwendungsgruppe E2A. Genau. So, diese Ergebnistabelle können wir jetzt dann Klaus aus der Beschaffung schicken. Das ging ja schnell. Wir halten sicher bald unsere Abzeichen. Ich bin auch schon echt gespannt auf die neuen Uniformen. Oh, es ist Klaus. Klaus benötigt für die Bestellung eine besser lesbare Auflistung ohne der Abkürzung DSDGR. Wir sollten einen Alias benutzen. Dafür gebe ich in der Abfrage nach DSDGR das Schlüsselwort S, gefolgt vom Alias Dienstgrad ein. So, das sollte jetzt passen. Ich schicke das sofort an Klaus. Super, und auch schon verschickt. Kaffeepause. Klaus benötigt noch die Bruttojahresgehälter. In der Datenbank sind aber nur die Bruttomonatsgehälter in der Spalte BG gespeichert. Wie können wir daraus das Jahresgehalt berechnen? Wir berechnen das Jahresgehalt, indem wir den Wert aus der Spalte BG mit 14 multiplizieren. Durch die Berechnung wird in der Ergebnistabelle eine neue Spalte erstellt, der wir mit S den Alias Bruttojahresgehalt geben. Das war ja einfach. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die neuen Rangabzeichen kommen. Hoffentlich musst du deines nicht selbst bezahlen, so gut wie du verdienst. Chefinspektorin Lara Fischer und Chefinspektor Amar Kovac konnten mit Hilfe von Aliasen dazu beitragen, dass die Bestellung schnell abgewickelt werden konnte. Die Verrechnung erfolgte noch am selben Tag und die Rangabzeichen wurden bereits wenige Tage später geliefert, sogar noch vor den neuen Uniformen.